Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Marsch. Ja, Version 1.4. Seit heute. Für mich. Heute runtergeladen. Produktions 1.5. Ja, wir werden machen weiter den Mais. Und hoffen wir, dass wir vielleicht noch Gras einmal machen können. Ansonsten. Ja, Mais, Mais, Mais. Ne? Also, wie versprochen. Hauptsache, er schaut nochmal zu. Ne? Ich weiß, hat mal jemand sich gewünscht und ist dann also, machen wir halt, ne? Kein Thema. Ich meine, das Jahr war mit Mais eh schon ausgesät. Die Saat war bereits in der Erde, sagen wir so. Es wäre theoretisch so oder so gekommen. Aber wenn nicht, hätte ich mir doch ein Feld gekauft, um das dann doch zu erfüllen, ne? Obwohl das hier mehr Arbeit macht als mit Ballen, ne? Aber das ist eine Abwechslung, sagen wir so. Aber wenn ich so die Preise bei der BGH so sehe, dann muss ich sagen, oh, halt, Vorsicht, rentiert sich das überhaupt? So, wir haben mal ganz kurz rüberfahren zu einer BGH. Heißt, wir fahren nicht rüber, wir werden da kurz rüberspringen, ne? Ja, die Bahnen sind noch da. Also, ups, spring noch mal. So, wo ist die LKW? LKW ist nicht hier. Dann muss ich am Hof haben. Na ja gut, macht ja nichts, solange genug hier sind. Solange die voll ist, ist gut, ne? Ist die auch voll? Da schon? Bei dir an, ne? Das ist noch Gras, okay. Dann brauchen wir gar nicht herfahren, wenn das noch Gras ist. Das ist auch noch Gras, okay. Das ist dann halt so, ne? Gut, da können wir morgen noch was kaufen, ne? Wo wir noch ein bisschen Zeit haben, ja noch. Ja, reicht der Sprint noch? Wo ist er? Ach so, bei der BGH. Gut, da werden wir mal ganz kurz voll tanken. Und eine Reparatur vornehmen. Zusammenklappen? Ne, immer entlassen. Ne, löschen wir aber nicht. Wieso wird er gefahren? Einstellen. So will er nicht. Hat ein Problem. Oder, also. Na, haben wir einen Absturz? Das könnte theoretisch sein. Das sieht so aus. Nicht so schön. Wir haben Zeit. 0,43. Ja, Rebsorte, dann machen wir kurz Pause und dann kommt Melmo gleich wieder, ne? So, da sind wir wieder. Mal sehen, wie es klappt jetzt. Achso, Zeit. Sonst überziehe ich garantiert. So, zurück zum Häcksler. Ja. Machen wir Sprint, ne? Ja. Ups. Heute mal sportlich. Ich hätte beinahe die Karte runtergeladen ohne Creme. Das wäre ein Schock gewesen. Weil, ob das gut gegangen wäre, weiß ich nicht. So. Schauen wir mal, ne? Jetzt geht's. Muss irgendwas gewesen sein. Es kann mit Kurs zusammenhängen. Also. Muss aber nicht. Ich weiß es nicht. Also, das ist ja die ältere Version von Kursplay. Also der Beziehung, was man viel mit neuen sagen, trifft hier nicht zu. Aber gut, wir werden noch mal sehen, dass wir das hinkriegen. Aber
Wir fahren erstmal hoch und tanken voll. Weil tanken ist schon ziemlich leer, da müssten wir extra ein Fahrzeug nehmen und hinfahren und dann, ja, da können wir auch gleich selbst fahren, ne? Nebenbei reparieren, Maisgebiss und Gerät. Wir haben Herbstmitte, ein Maisfeld haben wir noch. Der Hopfen ist geerntet, also von der Warte her. Und die BGH hat genügend Silage. Für heute garantiert noch, es reicht. Hier können wir auf 5 gehen. Und denk mal, das andere Ballen sind eh noch Gras, also das muss man silieren. Dauert noch ein bisschen, denk mal ein paar Stunden. Ja, und dann geht heute Morgen mit der BGH weiter, ne? Dann muss man gleich bei Gelegenheit, wenn wir volltanken, bei den Tieren nachschauen, im Menü, ob die was brauchen. So, das schauen wir gleich. Und zwar ist alles im grünen Bereich. Der nächste wird schon wieder voll. Oh Mann, hier gibt es ja Nachwuchs ohne Ende. Was machen die nur? Die werden sicherlich mehr zu fressen, ne? ja, das ist gut noch, geht noch. Und Stroh, Wasser passt auch noch. Unsere 200 Kühe, was haben wir Mist? Wir haben Mist, haben wir jetzt 205 und Gülle 337. Das könnte man sogar zu BGH fahren. Das würde richtig Geld bringen, hoffe ich jedenfalls. Gucken mal kurz rein. In den Preisen. Was es hier so bringt. Weil wir haben nicht an zwei Stellen auch Mist. In den kleinen haben wir Gülle. Weil sie sind klein, da sind ja auch etliche Tiere untergebracht, ne? Wenn sie voll sind, 90 Stück. So, Mist haben wir hier 215. Okay. Das wäre nicht so viel. Gärreste, Gülle. Gülle wäre auch 215. Okay, andere Preise. Ist nicht unbedingt notwendig, da jetzt hinzufahren, ne? Da geht die Silage doch ein bisschen besser. Okay, da kann man doch ein bisschen was beeinflussen. Aber gut, man kann immer beeinflussen, indem man die Preise ändert. Schon bei der Kartenproduktion, sagt man so. Aber ich würde hier nichts ändern. Das, ich wusste gar nicht wo. Aber selbst wenn, ja, wo fängst du an, wo hörst du auf, ne? Das ist das ganze Problem dabei. Und das will ich im Grunde nicht anfangen. Dann kann ich gleich Geld draufscheißen, ne? Also raufschieten. Entschuldigung für das Begriff, aber das macht dann am Ende keinen Spaß. Wenn du es alles gleich hast am Anfang, was du haben möchtest, und dann heißt es, ne, oh, erarbeiten nicht mehr notwendig. Wir machen ein bisschen Geld künstlich rauf. Nö, das ist nicht mein Fall. Das macht am Ende dann überhaupt keinen Spaß mehr. Und das ist dann vermeiden. Ja, wir werden heute mal schauen, ne, dass wir heute noch möglichst viele Folgen fertig kriegen. Das ist Folge 2. Naja, gut. Wir haben erstmal 8 zu 15. Naja. Gut, heute habe ich keinen Mittagsschlaf gemacht. Könnte sich auswirken später. Aber ich habe ganz normal frei gehabt. So, mal vorne aufklappen wieder. Muss ich mal sehen, morgen Nachmittag, was ich da machen werde. Ob ich da unbedingt. So, mal einstellen, ne? Das Beste. Ja, können wir einstellen. Ja, gut. Ich meine, so viel Mais werden wir in Zukunft nicht mehr machen. Und unten Silage. Ja, gut. Gras. Wir haben mal Gras jetzt fertig gemacht, ne? Was soll's? Mal sehen, was die heute Nacht bringt. Die
PGH. Naja, das ist ein bisschen, das wirft meine Planung durcheinander, Anführungszeichen. Hat ja eigentlich vorgehabt, dass ich da ein bisschen Geld verdiene für die Brauerei, ne? Ja. Gut, schauen wir mal hin, dass wir irgendwie hinbekommen. Können ja auch im Frühjahr noch Rekane verkaufen zur Not. Das brauche ich an dem Sinne nicht. Ja, Schweinefutter wird eh gekauft. Erstmal, bis ich dann alles habe. Ansonsten Körner meist, ne? Ich wollte es an den Silo testen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ob das auch nicht dicht ist. Es wäre dann hilfreich, wenn man sagen könnte zum Schluss, ein Silo ist dicht, das andere nicht. Aber was man da machen könnte, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Müsst ihr mal testen, ob ein Original-Silo auch dicht ist oder undicht ist. Das wäre dann auch eine Option, ne? Und das mal zu testen. Denn das kann auch da, also könnte ja sein, dass es andere auch eigentlich undicht wäre. Aber gut. Da steht zurzeit nicht in der Debatte, das zu machen. Weil schlichtweg, wenn ich dran denke, vielleicht im nächsten Jahr, aber meist haben wir vorgehabt, ja stimmt. 1 und 14 war von mir angedacht gewesen, das zu machen. Der Tag rückt näher, wo ich alle Mods runternehmen werde. Alle, bis auf Lager, die Hallen nach Möglichkeit nicht. Wenn ich das nicht zufälliger mache. Das mache, das kann passieren natürlich, ne? Ich muss das vorher absichern. Sonst na, zu weit weg. Eigentlich nicht, ne? Ja, das mit den neuen LS oder mit das müssen schon früher gewusst haben, denn dann muss man ja entsprechend einplanen, ne? Beziehungsweise eintakten, dass man das entsprechend ja, entwickelt, ne? Dass man sagt, okay, geht nicht anders, muss so sein. Ist halt so. Gut, da sind wir eh machtlos, wenn wir das so nehmen, wie es kommt. Aber da haben sie wenigstens eine Chance, mal richtig mit Seasons und Kursplayer zu machen, ne? Und kann sie da, die Ausrede kann nicht mehr zählen, sie könnten nicht eintakten. Das ist normalerweise dann nach einem Klacks betrieben, aber hier bin ich. Das traue mich nicht einzusteigen. An den anderen Fahrzeugen, ja, wie er nicht läuft. Und damit ich Problemchen, also normal starten wollte ich nicht. Dann verlierst du irgendwann die Lust, ne? Wenn es nicht klappt. Ja. Ja, Tiere haben erstmal alles. Aber wir haben eine neue Ferkel, ne? Das heißt, sie müssen wieder nicht umstellen. Da sind eigentlich nur zwei, die fühlen sich einsam. Oh, da können wir früher Schweine verkaufen. Oh, Schlag kann man auch noch machen. Ja, früher, lass mich kurz rechnen, ein Schwein braucht ungefähr ein Dreivierteljahr. Um das nötige Schlachtgewicht zu haben. Viel älter sollen wir nicht werden lassen. Erstens werden sie dann nur fett und zweitens wird das Fleisch ja auch dann zäher, ne? Je länger man das naja, wachsen lässt, umso zäher wird es. Jetzt sag mal, eine alte Sau zum Schlachter geht, dann wird daraus wahrscheinlich nur komplett Wurst, ne? Also das Kotelett liegt nicht im Braten, ne? Und dann von C.B. Huberts. Sehr wahrscheinlich sogar.
Aber die heutigen Schweine wachsen auch teilweise so schnell, also das ist auch nicht gut. Es sollte sich schon im normalen Zyklus wachsen, ne? Also was normal vorkommt, nicht übertrieben. Und schon gar nicht künstlich beschleunigen, ne? Wie in den USA mit Hormonen, dass sie mehr Muskeln haben, ne? Das ist doch, ich sag mal so, wenn ich das nicht essen soll, muss das Schwein im Prinzip Grunde das fressen, was von Natur her vorhanden ist und nicht künstlich mit Medizin noch hochpeppeln, ne? Dass es noch mehr wird, ne? Ne, das muss nicht sein. Das muss normal wachsen, das Fleisch. Oh, Riesenbär, du. Da müssen wir jetzt hoch. Können wir gleich Ablan einen Modus einstellen. Ne? Aber wir kommen gut hoch, ne? Wie gesagt, deswegen haben wir auch einen Traktor getauscht hier und den roten weggenommen und den grünen genommen. Sonst wäre das hier mit dem roten jetzt nicht geklappt. Der wäre zu schwer. Das ist, nee, zu wenig Leistung. Muss man dicht dran gehen, das kann man nicht hören. Ich müsste mal probieren, ob ich meine andere Grafikkarte eingebaut kriege im anderen Rechner. Aber ich traue mich gar nicht damit umzustellen, was da wieder was für Bocke, was wieder nicht schief geht. Ja, mal schauen. Das kommt nachher von alleine. Irgendwann kriege ich den Rappel und mache das dann nachher, ne? Immerhin eine bessere Grafikkarte, also mal dazu sagen, aber ob sie reinpasst, das muss man schauen. Weil jetzt die alte habe ich mit um, also die alte, die GeForce 1060, habe ich auch nur über Umwege einbauen können. Ne? Also ich musste da, ich sag mal, mit der Stichsäge beigehen. Das war ja anders nicht machbar. Ein Teil, das war zu groß, da musste ich einen Teil rausschneiden. Und das wusste mir nicht anders zu helfen als mit der Stichsäge, weil ich nichts anderes da hatte. So eine kleine Säge hatte ich nicht zu Hause und ja, dann nimmt man das, wo man da ist. Ne? Und die Stichsäge war, wir hatten ein Eisenblatt das schnellste, ne? Und dann ja, irgendwie festhalten war auch nicht so einfach. Ja, zu Hause hätte ich einen Schraubstock gehabt, andere Möglichkeiten, aber hier ist eingeschränkt. Brauchst einfach halt nicht, ne? Ja, wenn es so wenig gibt für die Lage, ist das schlecht. Ich müsste mal versuchen, ob ich eine platzierbare bekomme. Aber wie gesagt, alles erst zum Zeitpunkt, wenn es so weit ist, ob da bessere Preise gibt. Aber ich glaube eher nicht. Castor hat eine, weiß ich, eine platzierbare, kann man sich sogar zusammenbauen im Prinzip. Und Global Company gibt es auch eine. Aber eine fertige komplett. Und da kann man sogar Zuckerrüben einwerfen. Dann lohnt sich ja fast, diese entsprechend noch einzulagern. Obwohl das eigentlich für mich persönlich unrealistisch ist, diese in so ein Lager einzuwerfen. Weil Zuckerrüben werden nicht eingelagert. Die werden nur gelagert, solange da kein Platz ist, in der Fabrik ist. Ansonsten werden die möglichst schnell verarbeitet. Also allgemein Erdfrüchte, wie die im Grunde nass sind, also die musst du im Prinzip ja, entsprechend lagern. Also Mohrrüben, was ich weiß, werden Kühlhäuser gelagert. Also früher hat man die ja im Prinzip im Keller gelagert. Am besten in eine Sandkiste rein. Da haben sie sich frisch gehalten. Aber nicht nass. Nicht nass machen. Also einfach normale Feuchte der Erde im Prinzip. Also trockenen Sand, was im Prinzip durch Luftfeuchtigkeit auch feucht wird. Und dann hält sich halt die Mori. Heute wird es ja modern gemacht, auch mit Kartoffeln. Deckt man in mehr oder weniger kleinen Kisten, die gut durchlüften. Und dann in der Halle, wo sie mit Kohlendioxidprinzip fluten,
damit die länger haltbar sind. Weil durch den Sauerstoffverzehr, was die Pflanzen ja weiterhin brauchen und nutzen, fangen sie an, einzuschrumpeln, sagen wir so. Sie verlieren Masse. Und das kann man heutzutage mit modernen Lagermöglichkeiten entsprechend verzögern. Nicht verhindern, aber verzögern. So dass man auch Mohrrüben noch hat, die auch im Frühjahr noch gut aussehen. Ne? Und auch noch schmecken. Also ich bin mit der Meinung, Mohrrüben sollte man frisch kaufen, nicht eingefroren oder so. Die schmecken am besten, wenn die frisch sind. Frisch zubereitet, geputzt, manchmal gekocht oder keine Ahnung, aber irgendwas. Bei Erbsen wieder anders. Erbsen sind wieder ganz gut eingefroren. Also da. Ich würde mir auch keine antun, zu auseinander zu pulen. Also Schoten kaufen und auseinander pulen. Auch wenn es besonders gut schmecken würde, wäre mir doch ein bisschen zu viel Arbeit. So, liebe Show, das soll es für heute sein. Ich danke fürs Reinschauen. Wir machen gleich weiter. Dann sage ich immer Tschüss und wegen Winkel. Ja, bis nachher, beziehungsweise morgen. Tschüss.